Es fängt schon mal super an. Na toll, okay. Oh, sorry. Das war die falsche Person. Moin moin Leute, herzlich willkommen zu Race for the Wool. Mein Name ist Tarok und ich darf heute ganz herzlich fünf andere Spieler begrüßen, die mit mir zocken. Und zwar haben wir hier zum einen den Schmax, den kennt ihr alle unter dem Namen Tümerlos, war schon öfters bei mir mit dabei. Sag hallo Max. Hallo, wie geht es euch? Sehr schön. Gut, das freut mich. Direkt daneben steht der TKW vom Kanal Multiplayer, den kennt ihr auch schon alle aus unserem gemeinsamen Projekt Multiplay. Hallo. Einmal Hallo sagen, sehr schön. Daneben haben wir den Lukas. Hi. Hallo Lukas, sehr schön. Hat leider keinen eigenen YouTube-Kanal. Daneben haben wir den MC Doben. Juhu. Vom gleichnamigen YouTube-Kanal. Der beschäftigt sich mit Minecraft-Gebäuden. Und als letztes Ventulas. Ja, servus, moin moin. Sehr schön. Ja, wir spielen heute Race for the Wool, wie schon angesprochen, von Chaotic. Oder die Map heißt Chaotic von Kose, glaube ich. Habe ich schon wieder vergessen. Für alle, die es ja auch wissen, überall. Es geht darum, drei Wollblöcke aus der eigenen Lane zu holen. Wir spielen gleich in zwei Teams. Jedes Team bekommt eine Lane und muss drei Wollblöcke sammeln. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich switch mal eben wieder in den Survival Mode. Wie kommen wir jetzt rüber? Jawohl. Einmal hier runterkommen. Team Blau ist MC Doben, Ventulas und meine Wenigkeit. Team Rot ist Lukas, TKW und Schmax. Und alle nochmal essen. Hier vorne. Ach, Cake ist schon weg. Super. Ja, hat schon irgendjemand zerstört. Warte, so, dann mache ich noch einmal Time Set Day, damit es auch Tag ist, damit wir nicht instant sterben. Und ja, dann ziehen wir hier mal die Hebel. Und dann würde ich sagen. Ach ne, ich muss noch eben Test switchen. Ah, also, geht's dann gleich los. Viel Erfolg euch. Ja, genau. Und wir der Bessere verlieren. Boah. Na toll, wir werden natürlich rausgemoved. So ein Scheiß. Ja. Okay, los geht's. Wir kriegen das hin, glaube ich. Es fängt schon mal super an. Na toll, okay. Oh, sorry. Das war die falsche Person. Okay, Spinne runterschubsen. Kriegt das hin? Ja. Nein? Wir hätten vielleicht doch bei Nachts anfangen sollen, oder? Denn sonst können wir ja gar nicht schlafen. Was haben wir denn hier? Dann spawnen wir ja immer da. Oh, da. Was? Durften wir mit Pfeilen nachbeschießen? Ja, das durften wir. Was macht die Spinne da bitte? Die backt bei mir voll im Boden. War schon Bogen? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, es gibt eine Kiste. Na toll, irgendwas. Na, egal. Da ist auch noch eine Kiste mit Schwertern und so was. Ja, ich hack mal ein bisschen Holz ab in der Zeit. Kingwood. Bekomme hier irgendwie gerade voll Angst. Warum? Weil ich hier die ganze Zeit Pfeile höre und es macht mir Angst. Okay, so, dann mal. Das. Nimm an, eine Workbench kann ich schaden. Oh nee, jetzt habe ich ihm das Skelett totgeschossen. Geht ja gar nicht. Wo soll ich die hinpacken? Was denn? Dann pack ich mal die Workbench hin, nehm das Skelett. Oh! Nein, du bist gestorben. Geht's lang hier? So, wie waren das? Wo sind denn jetzt die Wollblöcke? Sind die in irgendwelchen Kisten oder? Die liegen hier wohl überall random rum. Okay. Abschießen? Sind die? Die sind schon unten. Oha. Ja, geil, sie haben keine TNT-Kanone mehr, würde ich sagen. Ach, weißt du das? Das ist gut. Ja, die habe ich schon kaputt gemacht. Hier unten ist ein Villager. Okay. Ich schieße die hier vielleicht mal ab, das ist vielleicht besser, denn sonst treffen die einmal und da ist sie auch hin. Ja. Aua. Da ist sie hin.
Okay. Vielleicht sollten wir es so machen, dass einer sich um die Verteidigung kümmert und die anderen, ja, ne, suchen nach dem Mist, weil die sind schon unten scheinbar. Ist das denn, sind die eher unten versteckt, oder? Ich weiß es nicht, das weiß niemand von uns, wo die sind. Die können hier überall sein. Deswegen, also wir müssen uns auf jeden Fall erstmal nach unten buddeln. Das ist klar, weil hier vorne ist so ein riesig... Okay, man kann es natürlich auch so machen, indem man einfach Cobblestone eine Brücke baut. Okay, überall einfach nur Pfeil und Bogen. Ein Braustand. Kennt sich irgendjemand mit Brauen aus hier? Ja. Dann ist gut. Yes, ja, mein Vorteil. Ah, naja, aber eigentlich bringt das ja nicht viel. Wir können ja nicht... Also, wir begegnen uns eigentlich ja gar nicht. Also, mit den anderen halt. Ja, vielleicht Speed oder Fire Resistance Tränke. Okay, das Gute ist, man kann von hier aus in die Höhlen von den anderen gucken. Mal gucken, ob da, wenn da irgendwas sieht. Wow, ich treffe einfach mal keinen einzigen Pfeil. Damit schaffst du schon mehr als ich. Yes, der erste Hit. Ah, okay, Stärke auf dem Bogen. Ist natürlich immer gut. Bam! Yes, am Headshot. Super. Warum hat der getroffen? Konnte. Yes, da brennt er. Oh, das ist gut. So läuft das. So kann es von mir aus bleiben. Naja, wahrscheinlich verlieren wir dann, weil wir nicht nach den Wollblöcken gesucht haben. Ja, wir haben aber hier noch einen. Wir haben ja hier noch den Lukas, der gerade danach sucht. Hoffe ich zumindest. Ja, bei mir regnet es gerade irgendwie Tränke, die mich vergiften. Hä? Wo bist du denn? Bist du in den Höhlen? Ich bin schon irgendwo bei Pilzen. Das ist gut. Ach, mein Rückstoß wäre jetzt schön. Nein! Ja, so ist schön, so ist schön. Ich hab doch gesagt, Team Legolas sind wir. Aber die schießen auch echt gar nicht, ne? Nee, ich weiß nicht. Ich hab ein Eisenschwert und Goldäpfel gefunden. Das ist gut. Das ist perfekt. Ich bin tot. Oh, doch nicht. Ich hab ein halbes Herz. Und ich bin gleich tot, weil hier überall Mobs sind. Buddel dich irgendwo ein, in die Wand oder so. Hier ist ein Creeper. Alles. Ich bin tot. Oh nee. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ach, jetzt fangen sie auch an. Oh, jetzt habe ich auf einen Zombie geschossen. Na super. Au. Der ist unten. Ich habe keine Pfeile. Ich habe ein Stack Pfeile verschossen. Ich denke mal, wir sollten lieber zu zweit nach vorne gehen. Ja, was du mein Bestes. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Was hast du gesagt? Nee, dass wir eventuell immer zu zweit hier lang gehen. Also durch. Ja, geht ihr mal zusammen. Ich mal halt die probier, die ein bisschen aufzuhalten. Okay. Natürlich nicht so. Nur ich habe halt gerade noch. Dann. Ich habe halt noch zwei Stacks an Pfeilen und ich habe den Flammenbogen. Warte, dann gebe ich dir mal einen Stack von meinen Pfeilen noch. Dann brauche ich die ja eher nicht. Hier hinter dir. Okay. Ich hab da wen getroffen, den MC da oben. Den MC da oben, okay. Und schon wieder getroffen. Vielleicht irgendjemand noch was zu essen? Und tot. Nee, leider gerade nicht. Ah doch, hier ist noch was in den Kisten. Vielleicht sollten wir langsam anfangen, nach der Wolle zu suchen. Ja, ich denke mal, die suchen schon. Ja. Weil ich den Dom jetzt ich hole mir noch mal ein bisschen XP und dann verzauber ich mein Schwert noch mal. Sicher ist sicher. Okay. Denn schon Wolle? Ich weiß gar nicht, wo müssen wir die hinbringen? Irgendwie da oben irgendwo, ne? Ja, wir müssen nach den Turm hochklettern und dann die da oben irgendwie hinpacken. Halt
Alter, was bringt mir nämlich der Gliederfüßer? Yes! Ich hab das TNT, oder wer hat das TNT abgeschossen? Achso, hier ist Cola. Bring die mal mit, dann können wir noch meine Kartoffeln warten. Das trifft sich gut. Au, 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 ich bin gleich tot. Also der MC Dom, der ist hier gerade in einem Pfeilduell mit mir und verliert. Das ist schon mal gut. Sucht ihr einfach weiter. Ich habe nicht mal angefangen. Ja, wie gesagt, sucht ihr nach der Wolle zu zweit. Ich halte die dann, probiere die ein bisschen abzuhalten, solange ich gerade meine Pfeile habe. Ich bin hier gerade unter in unserer Höhle hier unten und hier ist ganz schön was angemobst. Ja, bei denen auch. Ich wundere mich gerade, wo die anderen sind. Ich weiß zwar, dass der Dom da vorne ist, aber die anderen sind weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in irgendeiner Höhle sind. Oh. Was sind eigentlich die Dia-Blöcke? Die bauen eine Verteidigung auf. Langweilig. Ja. Ah, ich hab getroffen! Yes! Oh, da ist ein Baby-Zombie. Und ich bin tot. Nein, du sollst nicht sterben. Wir brauchen dich. Wofür denn? Keine Ahnung, für irgendwas. Genau, um Wolle zu suchen. Warte mal, ich kann da unten den Villager umbringen. Kann vielleicht schon mal jemand eine Spitzhacke machen irgendwie? Ich habe eine Steinspitzhacke, aber hier gibt's irgendwo kein Eisen. Doch, hier ist was. Beim Diablock in der Höhle. Dann komme ich da schnell hin. Aber ich habe nur noch halbes Leben. Oh. Aber hier sind auch gerade keine Mobs. Ich habe auch Fackeln, ich leuchte hier einfach mal aus. Wo ist Eisen? Hier beim Diablock hier. Ist zwar nicht sonderlich viel, aber immerhin. Was ist unfair? Nur zwei Stück. Oh. Kannst du noch hier mal... unten geht's noch weiter. Mhm. Kannst du auch noch mal 8 Steine mitnehmen für einen Ofen und ein bisschen Kohle. Dann backe ich nämlich die Kartoffeln. Ich habe rote Wolle gefunden. Perfekt, perfekt. Das ist die und erste. Es war eine ganze 4. Kiste voll. Ich glaube, wir brauchen nur eine und mit der müssen wir dann ankommen. Oh fuck. Nee, warum? Komm ich denn jetzt wieder hoch? Warte, hallo. Ich hab hier 2 Blöcke, vielleicht kommst du da. Ah, ich hol ein bisschen Holz, warte. Okay, ich bring schon mal die Wolle weg. Okay, wie bist du hier hochgekommen? Hat das gereicht? Du hattest nur welche. Okay. Ja. Oh Mann, nicht runterschießen. Ah, ich bin geschossen. Boah, nee, jetzt regnet das schon wieder. Oh, oi, 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 Hilfe! Nein, ich will nicht da runterfallen. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich hab nicht die Wolle. Ja! Ach, oh, ich hab's überlebt. Ein Wunder. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Die scheinen noch nicht unten zu sein, die chillen wohl noch. Oh, wie gemein. Ich denk mal, ich fahr mal hier ganz schnell ab. Als ich gerade die Leiter hochging zur, zu dem Wollblöcke platziert. Yes! Die bereits gestorben! Awesome. Ich pack mal meine Sachen in den Truhe. Wo kommt man eigentlich hier raus? Ach, oh, die shit, was war das? Da denn? War einfach ein Creep. Egal, aber deine Wolle sollte ja noch da sein. Das ja, ja, ich hab das ja alles schon. Ich hab ja schon, was ich hatte, umplatziert. Ha! Wird eigentlich irgendwas angezeigt, wenn man das geschafft hat, die Wolleblöcke zu holen? Denn ja, wahrscheinlich sieht man das dann. Nein, noch nicht. Ah, die sehen es halt. Och, ich liebe das ja. Ich bin immer zu blöd, um aus diesen blöden Höhlen wieder rauszukommen. Doch, jetzt habe ich. Jetzt bin ich runtergefallen. Läuft bei mir. So. Wollen wir jetzt mal weiter suchen gehen, oder? Ja, sucht ruhig weiter. Jo, da ist der nächste Tod. Also deren Team kriegt das gerade nicht so hin. Solange wir jetzt mich haben, der hier hinten aufpasst, dass die Leute nicht weiterkommen. Super.
Hat denn jetzt irgendjemand einen Ofen gemacht? Denn das Essen ist. Also wir haben nicht so viel Essen. Ich hatte einen Ofen, ich bin aber in die Luft Luft gesprengt worden. Genau, deutsche Sprache, schwere Sprache, meine Güte. Samstag. Ja, kein Problem, da schaltet mein Gehirn sich auch immer automatisch ab. Können die mal aufhören, sich zu verbuddeln? Das ist ja langweilig. Komm, ich treffe die trotzdem. Ja, sag ich doch. Hey, du sollst sie nicht abschießen. Du sollst suchen. Oh, okay. Suchen, ja. PKW. Suchen. Eine Rüstung wäre nicht schlecht. Aber... Da verrecken die Vater einer nach dem anderen. So muss das. Schießt du auch gerade auf Ventolas? Yep. Und hab ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, perfekt. Ich erschieß mal ihren Villager, der die Bücher verkauft. Gibt es einen Villager? Ich glaube, das Ding kann man nicht töten. Den habe ich nämlich auch schon ein paar Mal angegriffen. Okay, der hat ja. Was verkauft denn der Villager? Bücher für Emeralds, also diese Verzauberungsbücher. Okay, und waren ja nämlich Emeralds. Warum meine heiße Spitzhacke, ne? Ihr beide wart schon über der Lava, oder? Ja. Aber ich habe da gerade keinen Bock drüber zu gehen, weil ich noch zwei Eisen hab. Ja, gut. Nur pack die in irgendeine Truhe rein. Ich hab die jetzt da reingepackt, wo die Kanone ist. In die Truhe da. Okay. Enderman, wie cool. Ich würde sagen, die werden sich richtig aufregen, weil ich einfach hier die ganze Zeit oben auf dem Turm sitze. Die keine kannst Bögen. Du mir kurz helfen? Hier unten ist ein Creeper. Wo ist der? Ach da, ja, warte mal. Soll ich den Zombie da oben auch noch schnell wegmachen dann? Ja, ich schieß auch mal noch ein bisschen mit. Okay. Gut, das haben wir auch dann. So, der Zombie hat irgendwas gedroppt. Wenn es jetzt ein Eisen ist, dann ist das gut. Also ich habe ja schon mal einen Ofen hingestellt. Perfekt. Wir haben eine Witch bei sich in der Festung stehen. Was? Wie kommt die da hin? Ich habe keine Ahnung, wie sie da hinkommt. Sei froh, dass sie da steht. Okay, ich laufe jetzt mal. Ich bin jetzt hier gerade bei dem Lapis Lazuli. Ich mach mal die Redstone-Kanone an. Die TNT. Hat schon wieder alle weg von denen. Ich habe keine Ahnung, wo die sich rumtragen. Was der ist. Ach nee, ich muss mal ganz kurz weg. Wie lange weg. Habt ihr jetzt gesagt, geht die Aufnahme? Stunde, also Stunde bis der erste halt fertig ist. Hm. Noch ein bisschen dauern. Okay. Kann. Oh, ich habe einen Verzauberungstisch gefunden. Michael. Und ein Drachenei. Yay. Und zwei Creeper. Nicht yay. Oh Gott, sagen sie haben nichts getroffen. Ach, wie göttlich. Ich könnte mich daran gewöhnen. Auch dass mein Bogen halt echt kaputt ist. Ich habe einen Stärke 1, Flamme 2 Bogen. Ja, den bräuchte ich. Das wäre super. Aber ich nehme an, du bist nirgendwo am Eingang, oder? Ich bin gerade hier drüben. Ich bin hier oben beim Jungle. Na gut, das hilft mir nicht wirklich weiter. Sucht einfach weiter, die sind immer noch in der ersten. Am ersten Viertel sozusagen. Ich habe gerade so viele Sachen, ich komme mal zurück, ich habe ein Eisenschwert. Perfekt.